Doch, sie ist wunderbar, siehst du aus wieder heute. Wunderbar, also wirklich. Du bist auch der letzte Lurch von uns, habe ich gehört. Ja, tatsächlich bin ich heute stolz drauf. Bin ich echt stolz drauf. Kann man das sehen? 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 So Lurch auf Ass. Oh, Alter, ich habe so gefeiert. Das kam heute per Express an. Ich habe mich voll gefreut. Und ich darf es sogar sagen, wir haben heute Produktplatzierung in der Sendung. Diese Sendung wird unterstützt von Produktplatzierung. Geil. Hammer. Denn dieses Shirt gibt's auf shop.gronkh.de. Geil. Wollte ich immer mal sagen. Ja, aber ja nicht deswegen. Liegt ja am Gewinnspiel hauptsächlich. Naja, das liegt eigentlich am Gewinnspiel. Ja. Aber weil es da oben sowieso schon steht, dachte ich mir, kannst du eh sagen. Ja, und der Hashtag ist heute diese Sendung Who Am I? Hashtag Who Am I? Wer bin ich? Ja, und das hat auch einen Grund, kann man sagen. Ne? Ja, aber das wissen wir noch nicht. Ja, das wird dann sich herauskristallisieren. Das wird sich, genau. Das ist wie so ein alter Schweißdeo. Das wird sich beim T-Shirt langsam herauskristallisieren. Ist das im Sommer, wenn das dann so Salzkristalle? Nee, ich benutze Deo im Gegensatz zu dir. Du schwitzt also, mit Deo schwitzt du gar nicht? Nee, du schwitzt nicht. Ich habe da so krasse Silbernitrate. Da gibt's so Aluminium-Deo. Silbernitrate, ne? Das brennt voll, aber das hilft dann tatsächlich, dass... Du, ich habe ja eh nicht so Schweißprobleme wie du. Also. Nee, Alter. Leute, seit wann reden wir über Körperhygiene? Ah ja, genau. Ach, der Rumpel ist jetzt eine Pubertät. Ja, der Rumpel ist wieder. Der Rumpel ist endlich eine Pubertät. Es hat einige Jahre gedauert, aber endlich hat er es geschafft. Ja, genau. Heute ist der Rumpel ist nämlich in Frankreich. Und deswegen sitzt der liebe Daniel heute in der Regie. Den kennt der eine oder andere vielleicht auch. Ich darf jetzt nicht den Nachnamen nennen, sonst regt er sich wieder auf. Ist aber ein ganz netter. Ja, was für ein Insider, ne? Ja, wie auch immer. Ja, wir ganz Deutschland lacht über deine Witze. Ja, manchmal. Das ist so. Manchmal soll es tatsächlich passieren. Also nicht immer, aber immer öfter. So, ich muss, weißt du was, ich bin wieder so ein Spaten. Warte mal, ganz kurz, bevor wir jetzt mit den News anfangen, muss ich ja mal wieder hier TweetDeck, ne? Hast du schon gemacht? TweetDeck habe ich alles schon tippitoppi, aber ich habe das Hashtag so vorbereitet? Ich habe das Hashtag natürlich noch nicht drin. Ja, das siehst du, bist du mich auch nicht vorbereitet. Ja, ich habe doch jetzt was ich anderes. Dachte ich dachte gerade schon, nee, ey, das kann doch gar nicht sein. Wenn du jedes Mal dasselbe. Ja, das ist, ich habe auch echt Rumpel? Pubertätsrumpel? So. Ich bin Batman. So, das macht irgendwie Spaß. Okay, ich ziehe mal ganz kurz, ich ziehe das mal jetzt hier rüber. So, da, bei den ganzen anderen Spalten. Ich so der Walle war ja auch an Produktion von Grim Tales 6 beteiligt. Ja, oh ja. Ach, das beste Spiel ever. Ja, Freunde, auf jeden Fall wieder hier im Studio, richtig chillig, hier gemütlich gemacht, Freitag 18 Uhr. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute richtig coole Gäste. Ich wollte gerade noch ganz kurz den Witz machen. Achso, was wolltest du denn? Ich habe so viele Spalten bei TweetDeck, Alter, ich bin Pornostar. So. Ach, das war der Witz jetzt. Muss man sacken ich lassen. Ich musste kurz erst muss drüber man nachdenken. Sacken lassen. Ja, sacken lassen. Also Rumpel hätte jetzt einen Sound eingespielt. Ja, mach doch mal. Hast du das Soundboard nicht am Start? Ne? Pubertätsrumpel. Mach das doch mit dem Mund. Nein. Alter, ich glaube, er vermisst den Rumpi schon. Ich glaube, so sieht's aus. Oh, der gute Rumpel. Oh, da kann jemand heute nur bis 19 Uhr gucken. Das ist aber traurig. Bis 19 Uhr? Boah, wie das Alter, wieder durchrusht hier. Man kann kaum den Tweet verfolgen. So. Wollen wir uns an den Zeitplan halten? 18.05 Uhr, das ist so süß. Ich muss das ganz kurz erklären. Der Daniel, hallo Daniel, der macht nämlich heute zum ersten Mal Regie hier. Und der hat uns dann so eine Dispo geschickt. Wir haben immer diesen roten Faden mit so ein paar Stichpunkten. Und der Daniel hat dann hier so Zeiten eingefügt. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Zum Beispiel nein, das sieht man nicht. Das kann man gar nicht sehen, Erik. Versuch's erst gar nicht. Ach so, um 18 Uhr ist das Opening, 18.05 Uhr die News, 18.25 Uhr, dann 18.40 Uhr, 18.42 Uhr. Warte, dann haben wir noch zwei Minuten bis zur News. Haben wir noch? Ja, 2 Minuten sehe ich gerade. Haben wir noch 2 Minuten bis zum News? Müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Vielleicht spielen wir Schnick, Schnack, Schnuck schnell. Komm, Schere, Stein, Papier, 3 Runden. Schnick, Schnack, Schnuck. Gewonnen. Boah, Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, 1-1. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, Schnick, Schnack, Schnuck. 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 Yeah! Mit einer Mobbinglampe. Geil. Machst du das auch immer so, versuchen psychologisch vorauszuahnen? Ja. Ich hab das in deinem Gesicht ablesen wollen, aber du siehst heute so verändert aus. Weil du der letzte Lurch von uns bist. Ja, das kann auch sein. Boah, mein Gesicht sagt gerade, dass ich gestern 22 Uhr der letzte Lurch von uns. Ja, komm, dann kommen wir zur nächsten News. Du bist ja voll vorbereitet, wie immer. Deswegen wird das hier kein Problem für dich sein. Okay. Der war gut. Pass auf. GTA 5. Die PC-Version wurde bereits auf Steam gesichtet. Fertig. Ja. Also, was soll ich jetzt ausführen? Also, nee, also es ist folgendermaßen, GTA 5 wurde bereits auf Steam gesichtet, GTA 5 für PC. Man weiß ja nicht genau, hat kein Release-Date, hat kein gar nichts, aber momentan wird gemunkelt, dass eine erste Version davon bereits auf Steam gesichtet wurde von einigen Usern. Ob sie das gekauft haben, weiß ich nicht. Es soll wohl eine Beta sein von GTA 5, die interne Tester da irgendwie am Rumtesten sind. Ich persönlich hätte natürlich auch gerne noch eine Version, aber ich glaube, wir sind da alle noch ein bisschen außen vor. Wenn jemand von euch weiß, wie man da rankommt, bitte unbedingt sofort privat eine E-Mail an mich schicken. Und ich werde mich dankbar zeigen. Ich schicke euch Walle nackt vorbei. Das
alle Jungs melden sich jetzt. Ja, der Uli. Ja, das ist unverschämt, so, was du hier wieder machst. Was, ne? Ja, natürlich. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Hast, ne, du auch eine News? Ich habe theoretisch auch eine News, ja, liebe Freunde. Ich hätte eine sehr, sehr interessante News. Und zwar geht es um Far Cry 4. Kennt ihr ja den neuen Hit-Titel, der bald rauskommt, endlich im November. Ist es soweit? Ich freue mich wie ein kleines Honigkuchenpferd darauf. Und bei Honigkuchenpferd bin ich auch schon im richtigen Thema. Denn die Peter hat ja gesagt beim letzten Far Cry, Mann, das ging ja ganz schön brutal zu. Ihr musstet Tiere töten, ihr musstet irgendwelche Viecher erledigen. Und das fanden wir nicht so in Ordnung. Und deswegen hat sich die Peter was ganz Besonderes überlegt. Und zwar, sehr interessante Nummer, die haben sich gedacht, komm, wir kacken auf Far Cry rum und sagen, hey, das geht gar nicht so weiter, ist total scheiße. Ja, und jetzt haben sie sich aber umgedreht, die Far Cry-Entwickler haben gesagt, komm, ey, dann machen wir es jetzt ganz easy, ja, und es werden keine Far Cry, ich muss so lachen. Ey, komm alle, das kannst du schon. Du bist. Die Far Cry 4 Entwickler haben sich dann wirklich, wirklich das zu Herzen genommen und die Entwicklung ein wenig verändert. Und zwar musst du jetzt keine Tiere mehr töten, um Belohnung zu erhalten. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das cool? Ist das cool oder ist das nicht cool? Ich persönlich finde es ein bisschen übertrieben, weil es ist immer noch nur ein Computerspiel und nicht mehr. Also das ist wirklich so eine Angelegenheit, wo ich mir denke, Peter, müssen Sie sich da wirklich einmischen? Mein lieber Peter, ja, das ist wirklich so eine Sache. Also, na, kann man sehen, wie man will, auf jeden Fall. Ne? Was sagt ihr dazu? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Gucke ich auch mal rein. Ach so, guck mal hier, who am I, ja, bla bla bla. Was war das? Was sagt denn der Gronkh dazu? Was sagst du dazu, Gronkh? Ja, dazu habe ich jetzt eigentlich gar nicht so viel zu sagen, aber ich hätte was zur nächsten News zu sagen. Wenn du magst, hau da raus, komm, Alter. Zwar, also das neue iPhone ist ja da, ist draußen und also jetzt respektive ist es vorgestellt worden. Die Vorbestellungen sind da, natürlich sagt Vodafone und O2. Telefonica sagen, dass es noch nie so viele Vorbestellungen gegeben hat in diesem Jahr wie sonst. Das ist jetzt die große Neuerung. Dann wurden die ganzen Daten vorgestellt und auch bei Apple ist die Vorbestellung von sofort lieferbar auf lieferbar in 3 bis 4 Wochen gesprungen. Also da scheint richtig viel los zu sein. Aber ich finde, eine der größten Neuerungen beim neuen iPhone 6 und 6 Plus ist der NFC-Chip. Also das ist zum ersten Mal bei einem iPhone. Und der NFC-Chip soll ja, der kann ja Daten übertragen und der soll jetzt nicht nur die Daten übertragen und eine weitere Ergänzung zu Bluetooth sein, sondern es ist vor allem ein neues Bezahlsystem. Und anscheinend hat Apple die ganzen Kreditkartenfirmen hinter sich gruppiert. Und ich weiß nicht, wie das in Deutschland wird. In Deutschland, glaube ich, gibt es da noch, wird die Situation etwas schwieriger sein, auch gerade mit den ganzen Banken und Sparkassen, was das Bezahlsystem anbelangt. Aber es könnte sein, dass Apple hier eine weitere Revolution ins Leben gerufen hat und unser Bezahlen, wie wir bezahlen, nachhaltig verändern wird. Super. Krass. Würdet ihr denn damit bezahlen, wenn ihr müsstet? Oder sofort. Könntet? Also ich würde sofort damit bezahlen. Ich bezahle eh mit jedem Scheiß. Ich möchte immer jede Neuerung, so technisch sie ist, sofort haben und so schnell wie möglich umsetzen. Ja, das ist mein Credo. Seitdem ich diese Sendung mache, ist das schon so. Walle, wie lange siehst du das? Absolut genauso. Leute, kaufen. Ja, ich würde sagen, es bleibt bei Apps und iPhones und allem drum und dran. Google kriegt nämlich auf den Deckel. Die Federal Trade Commission, so heißt es, die Leute, die sich darum kümmern, dass alles bei den Apps gut läuft und niemand Scheiße zahlt. Google kriegt auf den Deckel wegen den In-App-Käufen, wird auf 19 Millionen. Auf 19 Millionen Dollar werden sie verklagt, ja. Die werden auf 19 Millionen Dollar verklagt. Ja, Hallöchen. Denn die Kunden haben sich beschwert, dass ihre Kinder natürlich zu viel Geld ausgeben durch In-App-Käufe, weil das wurde nicht gekennzeichnet. Seit 2011 läuft es schon. Ich bin voll raus, tut mir leid. Ich kann mich nicht so gut konzentrieren, ich bin der Sarata. Ihr wisst ja, ist immer ein bisschen schwierig. Ich mache das zwar schon 2 Jahre, aber... Du musst aber dein Krönchen tragen, dein Konzentrationskrönchen, ja, stimmt, ich bin eine Prinzessin. Dann geht das wieder. Ah ja, jetzt, die Erleuchtung kommt. Das deine steht Stimme ja. Wird auch immer weiblicher, ey, von das Sendung steht zu Sendung. Ja, das ist der Wahnsinn. Wie ist das eigentlich mit der Geschlechtsoperation? Ist da alles glimpflich verlaufen? Ja, war der Wahnsinn. Ich habe mir die Haare ein bisschen gefärbt und wachsen lassen. Jetzt kann ich mich auch endlich mal öffentlich schminken. Ja. Darauf. Das war auch ein langer Traum. Und spannt von mir. Das in der Brust? Jetzt ja. Noch? Ja. Nee, es geht. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Das ist ja jetzt schon eine Woche. Okay, und der Rumpel ist ja noch eine Woche im Krankenhaus jetzt wegen der Nachoperation. Der wird sich freuen, wenn er zurückkommt. Der ist ja dann eine positive Unterraschung. Der ist auch bald Postgender. Ne? Der ist auch bald Postgender.
ich kenne diese Fachbegriffe allesamt, weil wir machen das jetzt alle. Wir haben überlegt, wir brauchen mehr Frauenanteil auch in der Redaktion und generell auch hier in der Moderation. Und deswegen, genau. Der Sarazar ist ein Leitbild, schon immer gewesen, das wissen wir alle, du vor allen Dingen, du. Und deswegen hat er sich als erster quasi Operation unterziehen lassen. Der Rumpel war so beeindruckt, dass er jetzt quasi in einer französischen Klinik momentan liegt. Der meinte, die Franzosen haben da besonders viel Erfahrung, den Penis abzunehmen. Deswegen ist der Rumpel jetzt erstmal die Woche raus, ist aber dann bald wieder verfügbar. Deswegen hört er sich gerade aus der Regie, der ist gerade zugeschaltet aus Frankreich, hat aber diese leichten, wir haben natürlich gesagt, es ist Pubertät, es ist einfach der abgenommene Penis. Ja, und wann bist du dran? Du, bei meinem Penis sind sie noch mit einem Metallschleifer am Arbeiten. Das verzögert sich noch um mindestens 2 Jahre. Erik, du hast da noch was zu erzählen. Ich habe noch, boah, Alter, da muss ich jetzt aber noch mal googeln gerade. Ich habe die News schon wieder komplett vergessen, weil das so lustig ist hier. Ist einfach ein Traum. Boah, ist er wieder nachgewachsen? Das ging jetzt aber schnell. Ja. Ah, ich hab gedacht, komm, gehst du mal schnell ins Studio hinten zum Niklas, lässt dich wieder zurückoperieren. Das war mir zu doof. Gerade dieses Gespräch hat gedacht, so, nee, ich brauch meinen Flupp, wie so eine alte ich brauch den Schniepo wieder. Wie so eine alte Morchel am schattigen Plätzchen einfach wieder gesprossen. Ja, ich hatte mir den so ein bisschen als, kennst du ja, weißt du, wenn du so Undock-Station hast im Weltraum. Ja. Ich hab an ab, ja. Bart genauso einfach drüber gelegt. Ach, und die Haare ein bisschen wieder gekürzt, kurz. Das Make-up ist aber geblieben. Ja, Make-up ist geblieben. Ziemlich gut. Ja, ich habe mir ein bisschen Lidschatten gerade noch abschminken lassen. Das war mir dann Alter. Doch zu extrem. Was ist denn das für eine Sendung heute? Ich feiere das so. Das ist ein Traum. Ja, ist auf jeden Fall lustig, ne? So, ja, komm, wie geht's dir denn sonst so? Boah, ich kann die News nicht machen. Ja, das Problem hatte ich eben auch. Ich musste mich gerade eben so im Business so raus, weil so raus kriegt man nicht selten. Wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ja. Ich finde, du hast diese Apple iPhone endlich mal eine gute News mit ein paar Insider-Infos. Ich wollte es einfach mal objektiv machen und nicht so viel Mist erzählen wie sonst. Ich wollte einfach mal es professionell rüberbringen. Und ich finde, das ist mir auch sehr gut gelungen. Bei dieser einen News, das wird nie wieder so gut passieren wie heute. Auf jeden Fall geht es um Daedalic und den Overclocked. Echt, erzähl mal was dazu. Ja. Ja, Daedalic hat eine Kooperation mit dem Overclock-Autor geplant. Jetzt, aber ich muss echt sagen, ich bin voll raus gerade. Alter, ich bin so... Das ist mir noch nie passiert. Noch nie passiert, egal. Nein, dem ist das noch nie passiert. Rumpel, erzähl doch mal. Postoperationsrumpel, erzähl doch mal. Zu Daedalic oder was? Ja, gerne. Warte, ich muss jetzt gerade... Er musste gerade. Heute sind alle super vorbereitet. Naja. Willst du das jetzt nicht vorlesen? Das hast du dich wieder nicht vorbereitet. Hast du nicht mal die News vorher durchgelesen? Doch, ich habe mir die vorher durchgelesen, aber ich habe alles vergessen. Komm, dann du lügst doch. Was wieder. Aber auch daran liegt, dass ich seit 22 Uhr wach bin heute. Also heute bin ich ein bisschen auf Durchmachmodus, weil ich ja gestern Biorhythmus habe ich versucht umzustellen. Das ist mir sehr gut gelungen, wie man sieht. So, jedenfalls, ich guck mal ganz kurz. Entschuldigung, Daedalic, ich gucke jetzt mal ganz kurz Overclocked. Das Schöne ist ja, wir haben ja gleich die Laptops hier, wir können ja gleich kannst mal kannst ja den Text einfach schnell vorlesen, ist ja geil. Du, ich würde sagen... Daedalic hat heute an die Kooperation mit dem Autor Martin Gantefür bekannt gegeben. Ah, ja? Echt? Wollen wir ein Duett lesen? Ja, komm her, los. Pass auf. Welcher zusammen mit dem Hamburger Unternehmen an einem Computerspiel arbeitet? Du hast genau die gleiche Seite offen, ne? So, die Pressemitteilung ist, was würdest du sagen, wie die gehalten ist? Die Pressemitteilung, was ja, würdest du sagen? Ja, sehr schön. Aber das ist ja nicht die Pressemeldung, ist ja schon ein ungeschriebener Text. Ja, klar. Sein For Players macht einfach Copy and Paste, das weiß ich natürlich. Was, wer? Also wir sind hier gerade auf For Players. Ihr liebe Grüße an dieser Stelle an die Redaktion. Ja, ihr, hi, wie geht's euch? Alles gut? Ja. Pressemitteilung ist aber, ich würde vermuten, die ist sehr nebulos gehalten. Ich weiß es nicht hundertprozentig, ich vermute es einfach nur mal ganz objektiv. Und nähere Details zu Plattform, Erscheinungstermin oder Inhalt werden aber noch nicht verraten. Da Gantefür als Gründer des Studios House of Tales bislang vor allem an Adventures mitwirkte, das muss man sich mal vorstellen, ist es wahrscheinlich, dass es sich auch diesmal um ein Abenteuer mit erzählerischem Fokus handelt, was bei Daedalic ja sehr unüblich ist, wie man weiß. Das ist ja sonst eher Shooter. Ja, das Gute ist, ich habe mich wenigstens auf meine News vorbereitet. Ich habe mir die durchgelesen. Deswegen geht's jetzt weiter und zwar... Du hast es gerade eben gemacht. Nee. Warner Brothers. Ich habe dir fast geglaubt. Ja, nee, Alter, da musst du ja nichts vorbereiten. Warner Brothers macht eine Plattform. Ja, Warner Brothers. Gerüchte. Es gibt Gerüchte, dass Warner... Ihr kennt ja Origins, ihr kennt ja Uplay, ihr kennt ja Steam. Ich glaube, Steam ist für Origins? Mich persönlich... Origins ist aber ja die Firma gewesen damals. Origins Systems war es. Genau, weil die haben eigentlich nur deswegen auch den Markenrechtsnamen, und das kommt die von den Markenrechtsnamen überhaupt am Start, weil die damals der Origins Wing Commander und so damals, vor ewigen 1000 Jahren, 93 und pipapo war das,
Das war eigentlich der Entwickler von Wing Commander Origins. Total geil. Und Ultima. Und ja, alles. Und Richard Garriott war da beteiligt. Ultima, genau die ganze Reihe. Ja, und die hatten ja damals, genau wie Westwood, Command & Conquer haben sie auch gekauft. EA hat damals die ganzen Firmen gekauft und bei EA eingegliedert, also nicht die Firmen selber bestehen lassen. Und deswegen haben sie Origin eigentlich den Markennamen überhaupt am Start. Ja, und den haben sie natürlich sie zunutze gemacht, um da eine Plattform ähnlich wie Steam anzubieten, halt mit elektronischen Verkäufen von Computerspielen. Ja, und Warner Bros. Plant jetzt offensichtlich selbiges mit der unglaublichen Plattform Wii Bee Play. Warner Bros. Play ist natürlich ein Gerücht noch alles und soll wahrscheinlich dann vor allem um Item-Selling gehen und so im ganzen Gedöns. Also, dass sie ein bisschen Items für ihre Spiele verkaufen. Warner Bros. Wissen wir, haben ein paar Games hier unter Lager. Sind auch unter anderem an der Entwicklung nicht komplett beteiligt, aber unter anderem von Batman, diesen ganzen Lego-Games und so, da stecken sie auch mit drin. Der neue Batman kommt 2015, ne? 2015 kommt das neue Batman-Spiel. Ich werde dann schon 2 Wochen vorher im Bett liegen und freue mich drauf. Gottchen, ey. Ja. Manchmal werde ich so müde. Ja, manchmal tut es mir auch echt leid. Aber ich war begeistert von deiner iPhone-News, muss ich ganz ehrlich sagen. Du, das ist die beste, das wird mir nie wieder so gut gelingen. Ja, ich muss was zu Microsoft und Minecraft sagen, habe ich gehört. Das habe ich vergessen drauf zu schreiben. Oh, siehst du, sorry. Das steht hier gar nicht auf der Liste. Ja, Entschuldigung. Oh jetzt, Mann, Daniel. Wie spät haben wir denn jetzt? Wie spät haben wir das? Schaffen wir das? 18.16 Uhr? Du hast noch 5 Minuten. Wir haben 10 Minuten. Stimmt. 10 Minuten. Stimmt, Entschuldigung. So, habt ihr schon alle schon mitgekriegt, Microsoft plant ja angeblich Mojang zu kaufen, den Entwickler von Minecraft. Und Folgendes soll wohl passiert sein, der Notch selber soll den Deal eingefädelt haben. Der Notch, der, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich mag Minecraft als Spiel, mag ich gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weiß man vielleicht rein zufällig aus ominösen Gründen. Und was ich da aber schon immer so ein bisschen kritisiert habe, war so ein bisschen die Verkaufspolitik, so von wegen... Die Updates waren immer eher so ein bisschen spärlich, es wurde auch nicht unbedingt auf Community-Wünsche eingegangen, da wurde mal hier ein bisschen da ein bisschen und trotzdem wurde alles darauf gezogen, möglichst auf vielen Systemen rauszuklumpen und möglichst viel Geld zu scheffeln, möglichst viel, naja, möglichst viel Merchandising und auch mit Lego, Pipapo, Lego, Minecraft und so weiter. Und jetzt, wo der Zenit so ein bisschen erreicht ist, möchte ich sagen, wo die Plattformen ausgelotet sind und so weiter, da soll Mojang plötzlich verkauft werden oder Notch hat das so ein bisschen eingefädelt, dass Mojang verkauft wird. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, weil die Nachfolgespiele von Minecraft, Scrolls und da war noch dieses andere geplant, wo man selber programmieren sollte im Spiel, wo man da auch Computer programmieren sollte, was ja abgesetzt wurde und so weiter und so fort. Das hat ja alles gefloppt. Das heißt, das hat alles nicht so funktioniert und jetzt, wo Mojang quasi am Zenit ist, wo klar ist, okay, Minecraft wird man nicht überbieten können, ist einfach ein Fakt, Minecraft war ein Wunderkind, da soll die Firma plötzlich jetzt ganz schnell verkauft werden, um, glaube ich, noch irgendwie möglichst viele Millionen rauszuzimmern. Und ich glaube, wenn Microsoft tatsächlich Minecraft kaufen würde oder Mojang kaufen würde, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, so rein vom finanziellen Entwicklungspotenzial her. Weiß ich nicht. Also das Ding ist, ich glaube, Minecraft ist halt immer noch in Entwicklung und wird ja immer noch weiterentwickelt. Ob da jetzt noch ein Geldboost kommen muss, halte ich für sehr unrealistisch. Ja, also Venture-Kapital muss wirklich nicht mehr rein, weil Notch, wissen wir alle, hat genug mit dem Game verdient, glaube ich. Ja, aber jetzt hat aber vielleicht will er sich einfach rausnehmen. Vielleicht hat er keine Lust mehr, sagt einfach, komm, die Zeit ist vorbei, ich will jetzt in die Karibik reisen, die Füße hochlegen. Kann ja auch sein, aber ich mein volles Verständnis für, da soll es ja ganz schön sein. Boah, wenn der Deal klar jetzt geht. Wird ja gerade von Piri geschrieben, ich weiß nicht, wie neu die News ist, ob das jetzt eher wahr ist, ja. Aber GTA-Release von PC für Next-Gen ist bereits bekannt, Next-Gen 18. November und PC 27. Januar. Hat PlayNation bestimmt drüber berichtet. Falls das stimmt, ich weiß nicht, können wir gerade mal googeln, ob die Info richtig ist, wäre natürlich interessant. Julia, und natürlich sind wir nächstes Jahr auf der Gamescom, natürlich, Luisa, kannst du dich bei Batman nicht zu mir legen, weil ich muss ja Batman spielen. Ich bin ja schon mit Batman im Bett. Hier wird übrigens angezweifelt, dass wir live sind von einem Robin Fuchs. Ach, der Robin. Oh, liebe Grüße, ja. Robin Fuchs. Das können wir leider nicht beantworten, weil die Sendung schon vorher aufgenommen wurde. Tut mir leid. Ja, hat so funktioniert. Du, ja, du alter Fuchs. Du alter so. Fuchs, ja. So. Wir können an dieser Stelle noch kurz die Sarah grüßen, die uns bei der Vorbereitung geholfen hat. Ja, genau, Sarah. Hallo, Mensch. Sarah. Hallo, Sarah, ganz hallo, liebe Sarah. Grüße, vielen Dank für die Vorbereitung, denn der Rumpel war ja nicht da und der Daniel brauchte Unterstützung. Und die Sarah, die ja auch viel bei Gronkh.de macht, hat da mal geguckt, was sind denn für geile Spiele am Start. Und wir spielen heute auch ziemlich, ziemlich geile Spiele. Eine Frage hätte ich noch ganz kurz. Was haltet ihr denn von der Microsoft Mojang-Geschichte? Das würde mich echt mal interessieren, vor allem die Minecraft-Spieler unter euch, die vielleicht auch ein bisschen tiefer drinstecken in der Materie. Was haltet ihr von diesem Deal? Befürwortet ihr das oder sagt ihr, oder ich persönlich hätte ja vielleicht noch Angst, dass Minecraft eventuell bald Xbox One exklusiv wird, aber dafür ist eh schon zu spät, ist ja überall schon raus. Aber Befürchtungen gibt es, dass eventuelle DLCs, die da kommen sollen, dann wiederum nur für die Xbox released werden oder aber, dass die Leute, die Minecraft damals in der Alpha gekauft haben, die alle DLCs und alle Updates kostenlos kriegen sollen, dass die eventuell dann übergangen werden. Also
Wie ist eure Meinung? Würde mich mal interessieren. Ich schaue hier heimlich nochmal auf Twitter. Ah, heimlich tust du das? Ja, ich mache das ganz heimlich. Warum machst du das heimlich? Damit wir mit der Sendung weiterkommen. Sonst würde ich jetzt die ganze Zeit nur so sitzen. Deswegen tiefer drinstecken, Erik, bitte. Oh Gott. Oh nein, diese tiefer drinstecken-Kommentare. Ja, jetzt steckst du aber überall drin, mein Lieber. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber auf die Couch, denn... ist es schon soweit? Ja, es ist schon soweit, meiner Meinung nach. So. Und zwar haben wir heute ja sehr, sehr lustige Gäste. Vielleicht habt ihr den Trailer beim Gong auf dem Channel gesehen. Und zwar einmal die liebe Bina und die Kelly. Aber wir haben auch noch einen anderen Gast, und zwar einen... Der macht Let's Plays auf YouTube, der hat einen recht großen Channel. Ist ein sehr guter Freund von mir, ich kenne ihn seit 10 Jahren. Echt? Und zwar den Gronkh! Gronkh, komm doch rein! Das ist natürlich der liebe Antoine, alias bekannt als Technik. Endlich! Ja, freu ich mich echt, dass du hier bist, mein Lieber. Komm her. Jetzt tun wir so, als hätten wir uns von der Sendung nicht gesehen. Das ist immer so eine Sendung. Komm mal hier rein. Ab in die Mitte mit dir. Ich zieh mal die Hose hoch, das wird professioneller. Sehr gerne. Und die Mütze kann ich jetzt auch mal ausziehen. Ja, wahrscheinlich alle den guten Technik aus den Saturnwerben, aber du bist eigentlich Schauspieler. Das hast du so vorgestellt. Du bist ja eigentlich Schauspieler. Es ist eigentlich bist du ja wirklich auch aktiver Schauspieler. Ich bin nicht nur eigentlich Schauspieler, ich bin eigentlich Schauspieler. Eigentlich bist du Schauspieler. Ich bin eigentlich Schauspieler. Naja, Technik ist ja auch eine Rolle. Ne? Mhm. Genauso wie ich ja auch Gronkh spiele in letzter Zeit. Oft auf der Gamescom, das war ich. Ja, klar. Ja, ich weiß ja noch, wie wir da zusammen waren. Ich war ja. Muss halt ein bisschen, ich meine, jetzt, wo die Kohle knapp wurde, mache ich das halt vermehrt. Ja, das YouTube Money ist halt durch. Ja, ich war auf meiner Yacht. Ich hatte besseres zu tun. Ja, du machst das ja so wie Johnny Depp. Du gehst auch nicht zur Oscar-Verleihung, du liegst dann ja auf der Yacht. Ich gehe sowieso zur Oscar-Verleihung. Brauchte man ein Double, ja? Daher kennen wir uns ja, von der Oscar-Verleihung. Ihr macht das wie Saddam Hussein. Was? Jetzt hört es aber auf. Solche blöden Späße musst ihr leider ertragen. Kennst du die Sendung ja vielleicht. So, und du weißt das nicht das erste Mal, dass die ausgestrahlt wird? Heute? Nee. Ah, okay. Welcher Sendung sind wir denn? Der Daniel weiß, ich glaube 92 oder so. Ne? Das ist korrekt, 92. Boah, herzlichen Glückwunsch zu 92. 92. Herzlichen gratuliere ich euch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja. Aber du machst das ja schon 21 Jahre. Wir machen das jetzt 2 Jahre. Ihr macht das erst 92 Sendungen. Ich mache das schon ein paar Jährchen, das stimmt, ja. Ist das Fensterglas? Nein, das ist tatsächlich Fensterglas. Ah, okay. So, da ist Darf ich mir die mal das ganz kurz sehr gerne. Warte. Das wirkt seriöser. So. Ich bin übrigens ein bekannter Schauspieler. Ihr kennt mich vielleicht aus Filmen wie Who Am I oder Lamborg war ich auch übrigens. Bei Lamborg hast du auch mitgespielt. Also Antoine, du hast bei Lamborg auch mitgespielt. Ja, habe ich gemacht. Das ist einer der Filme, die ich extrem hart gefeiert habe. Ja, und dann weißt du nicht, dass ihr mitgespielt habt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, nee, der Pizzabote oder so warst du. Ja, völlig. Also nicht der Pizzabote. Du hast ihn gesehen, ne? Du hast ihn wirklich gesehen. Ich habe den gesehen, ich habe dich gesehen in dem Film. Du warst doch zusammen mit Wotan, Wilke Möhring in dem Mobil vor der Pizzeria, hast du doch, ne? Und ihr habt immer diesen... Das ist unfassbar. Contenance, du warst Contenance und der andere war... War so ein bisschen Silent Bob-mäßig auch. Ich guck mal gerade hier rüber, ob es da noch irgendwelche Fragen aus der Community gibt auch. Ja, So, ich finde übrigens, guck mal, wie gut das aussieht hier auf dem Monitor. Also die Brille steht ja schon wirklich. Ich muss mal diese Mütze abziehen. Warum das? Ach, damit man deine Haare sieht auch. Ach, warte, dann also die Leute feiern auf jeden Fall, dass der Antoine da ist. Also der Antoine ist ja, muss man auch mal dazu sagen, nicht Technik. Das ist ja, wie gesagt, nur eine Rolle, aber Antoine ist eigentlich, also eigentlich haben wir festgestellt, eigentlich Schauspieler. Und nee, aber du hast ja schon mit Lamborg hast du mit und jetzt kommt ja ein, deswegen unter anderem auch der Hashtag, natürlich nicht nur wegen dem Film, sondern es passt halt auch perfekt hier zur Szenerie Who Am I, also wer ist da wer, ne? Und das wird aber italienisch ausgesprochen, Huami. Huami, Huami. Das ist ein bayerischer Film, der Huami. Huami, der Huami. Ja, da geht es um Amerikaner, ne? Da geht es um Amerikaner. Okay, ja, den habe ich gesehen. Aber wurdest du denn mit dem Gronkh verwechselt oder so? Ist das schon passiert tatsächlich? Oder noch nie? Also ich nicht. Nee? Auch nicht. Nee? Also ihr beide habt euch noch nie gegenseitig verwechselt? Nee. Aber ihr könntet ja schon gewissen Maße Brüder sein. Also Bartbrüder. Ihr habt uns immer verwechselt. Immer. Das ist der Anklagenzeichen. Warte, die Kamera muss jetzt hier rüberschwenken. Jetzt nochmal. Anklage. Ihr habt uns immer verwechselt. Ihr. Ja. Also wenn ich mir das so da unten am Fernseher angucke, ist das schon lustig. Wieso? Ja, ihr beide könntet Brüder sein. Wir sind ja auch aus demselben Wurf. Wir wurden Wir sind ja eigentlich siamesische Zwillinge gewesen. Wir waren am Hintern zusammengewachsen. Gronkh ist Technik und Technik ist Gronkh, ganz und klar. Und dann vorne, ne? Glaube ich. Wir waren auch vorne zusammengewachsen. Erst am Hintern, dann vorne. Das hat sich dann gedreht so im Laufe der Zeit. Ja. Und dann wurde einmal durchgelasert und du hattest mehr Glück als ich. Deswegen sitze ich hier in diesem Studio und du bist Schauspieler. Ja, genau. So, das ist der Unterschied. Deswegen hat er auch mehr Bart. Ja, nee, aber Who Am I? Können wir mal gerade drüber quatschen? Sehr gerne. Wenn ich nicht hier über das Dings fliege. Also Hackerfilm wird das, ne?
Who Am I ist ein Hackerfilm, der läuft jetzt ab Ende September im Kino. Und Who Am I ist seit langem mal wieder, wir haben das schon mal vor ein paar Jahren gemacht mit dem Experiment, das Experiment, aber endlich mal wieder ein deutscher Thriller oder ein deutscher Genrefilm. Das Experiment war ein geiler Film. Und vielen Dank, hat auch viel Spaß gemacht. Mhm. Und jetzt hoffen wir, dass der Film so richtig abgeht. Und es ist ein Hackerfilm, er geht um Cyberkriminalität und ist ein... Unser Thema. Ja. Ja, quasi. Bisher ist es super passiert. Und es ist ein richtig schneller Thriller. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Film gedreht, der über 300 Szenen hatte. Okay. Ja? Man sagt normalerweise... Sehr flott. Sehr viel Cuts. Genau, man sagt so eine Szene, eine Minute vom Film. Also der Film ist nicht 300 Minuten, sondern der Film ist einfach unfassbar schnell. Also quasi super Homies. Ja. Normaler Film, nochmal so ein Tatort hat vielleicht so 100 Szenen oder 110 Szenen. Ja gut, Tatort. 300, ja. Also gut, ich will jetzt natürlich daran, niemanden, aber... Daran merkt man aber, wie schnell der Film ist. Ja, also richtig flott, immer wieder neuer Inhalt, immer wieder... Richtig schön fluffig. Okay, richtig schön fluffig. Also worum geht's denn? Warte mal, ganz kurz. Können wir uns vielleicht ganz kurz einen Trailer erstmal kurz reinfallen? Ach, sehr gerne. Ja, irgendwie haben wir irgendwas am Start. Ja, und dann können wir darüber mal quatschen, weil das ist, glaube ich, besser, wenn man das mal verbildlicht hat. Vielleicht können wir da mal ganz kurz Film ab. Mats ab. Ich wollte schon immer ein Superheld sein. Aber wenn ich gewusst hätte, wie all das ausgehen wird, wäre ich ein Niemand geblieben. Ein Bruch beim Bundesnachrichtendienst. Bekannte Hackergruppe Clay bekannte sich zu der Tat. BND galt bisher als nicht hackbar. Das konfrontiert den BND mit dem womöglich größten Skandal seiner Geschichte. Aber ich bin kein Niemand mehr. Ich bin einer der meistgesuchten Hacker der Welt. Das war nicht immer so. Paradise Pizza. Ich war ein Nichts, bis ich Max traf. Warum bist du hier? Computerkram. Halt schon was vor. Du kannst Maschinensprache lesen. Das war die Geburtsstunde von etwas Großem. Unsere erste gemeinsame Aktion war ein kleiner Gruß an die Pharmaindustrie. Wir brauchen Namen. Wir müssen groß werden. Wie wär's denn mit Clay? Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Superhelden brauchen ein Superheldenauto. Die Jungs sind wie Windows. Das dauert, bis sie hochfahren. Je dreister wir waren, desto mehr konnten wir erreichen. Aber im Netz ist man nie allein. Sie nennen sich Friends. Sie waren unsere größte Konkurrenz. Nach neuestem Ermittlungsstand scheint mindestens einer der Friends aus Berlin zu operieren. Den Wichser machen wir fertig. Jetzt machen wir eine Aktion, die alles stoppt. Der BND. Heute früh wurde die Leiche eines Hackers aufgefunden. Neben der Leiche wurde das entwendete Datenmaterial des BND-Hacks gefunden. Hast du irgendwelche Daten mitgehen lassen? Ich hab's den Friends geschickt. Friends ist Teil der Russian Cybermafia. Was? Ich wollte es euch beweisen! Wir sprechen hier von organisiertem Verbrechen. Jetzt glauben alle da draußen, dass wir das waren. Sie wissen, wer ich bin. Who am I? Kein System ist sicher. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. Ab 25. September im Kino. Ja, das ist der Film. Ne? Soll man mal sagen, deutscher Film kann nix, oder? Ja, ja, muss man sagen. Also es gibt viele, die können nix, aber das scheint einer zu sein, der scheint ganz interessant zu sein. Also du würdest ihn uns ans Herz legen. Ich lege ihn euch wirklich ans Herz. Wir hatten jetzt gerade Weltpremiere am Filmfestival in Toronto, in Kanada. Das war wahnsinnig geil, weil wir auch alle so ein bisschen drauf geschaut hatten, wie kommt dieser Film auf Deutsch mit englischen Untertiteln von einem amerikanischen Publikum an. Mhm. Und zwar der Hammer. Ja? Ich habe mal eine Frage zum Film. Kennst du die Geschichte um Karl Koch? Um einen der bekanntesten deutschen Hacker. Oh. Die wurde damals verfilmt mit einem Film, der hieß 23. Ja, das ist genau. Schon lange her. Das kenne ich, ja. Hat mich gerade ein bisschen erinnert. Ja, 23. Wobei, da ging es ja in 23 ging es ja um das Mysterium auch der Zahl 23 und was steckt dahinter. Er hat sich dann mit Koks irgendwann da so in diese Szenen rein. Und das ist aber schon lange, lange her. Aber das ist ja ziemlich geil. Das war mit August Stiel in der Hauptrolle übrigens. August Stiel, völlig großartiger Kollege, völlig richtig. Mhm. Danke.
Erzähl uns noch ein bisschen mehr über deine Rolle. Also es geht um eine Hacker, es geht um Hacker-Kollektiv, die sich finden und die so kleine Späße machen, auf YouTube veröffentlichen und zu den Stars im Netz werden. Ja. Und merken aber relativ schnell, dass sie in der Branche, in der Szene nicht wirklich relevant sind. Also es sind halt so, Entschuldigung, so Script-Kiddies, ja, aber die werden nicht ernst genommen. Und dann sagen sie sich, scheiße, wir wollen ernst genommen werden. Und dann ist die Kacke am Dampfen. Okay, und mehr willst du noch gar nicht verraten, weil das ist wahrscheinlich dann ein Spoiler. Wir wollen jetzt hier nicht zu viel rumspoilern, ja. Und wir sind halt diese vier Hacker, ja, Tom Schilling, Wotan Wilke Möhring, Elias M. Barek und ich. Und dann spielt noch mit Hanna Herzsprung und Trine Dierholm, aber wir sind diese vier Hacker-Jungs und ich bin das Misstrauen, ja. Mhm. Ich bin der, der immer sagt, ich traue dem allen nicht, ja. Und Tom, die Rolle, die Tom spielt, die kommt neu dazu und ich traue dem Arsch nicht, ja. Und zwar vorne und hinten. Vielleicht manchmal berechtigt, zu Recht, ne? Zu Recht, ja. Ja, ja, wer weiß. Das wird sich herausstellen. Ja. Who am I? 25. September kommt der Film raus in den Kinos. Also werden wir doch mal wieder ins Kino gehen, glaube ich. Ne? Total gerne. Wir machen auch eine riesige Kinotour. Auf meiner Facebook-Seite ist es zu sehen. Wir machen eine Kinotour, da habe ich das gepostet, wann wir wo in welchen Städten sind, kommt, ihr kriegt noch Karten. Deine Facebook-Seite heißt wie? Antoine Monod. Antoine Monod. Antoine Monod / Antoine Monod. Monod, genau, das wird Monod geschrieben. Antoine Monod. Antoine Monod. Oder das gleiche. Antoine Monod. Das gleiche auf Twitter natürlich. Junior. Antoine Monod Junior, ja genau, aber ja, auf aber Facebook und Twitter Junior? Ohne Dein Junior. Papa ist auch, also ist der Name deines Vaters eigentlich, den du dann übernommen hast? Monod, ja, ist der Nachname meines Antoine Vaters. Antoine, aber auch dann. Antoine, nein, ich wurde immer so genannt. Man nannte mich immer den kleinen Monod, der Monod Junior, der. Und so hatte sich das irgendwann eingebürgert. Eigentlich korrekt, völlig richtig wäre es, wenn der Vater auch Antoine genau. heißen Dann wäre es ja der Zweite quasi. Ja, dann wäre es der Zweite. Genau. Das wäre so mein Traum ein bisschen, wenn ich mal einen Sohn hätte, den Antoine Monod Junior römisch 2, den Zweiten zu nennen, aber finden wir dafür eine Frau. Ne? Vielleicht kannst du ja hier kontaktmäßig. Ja, genau, vielleicht hier bei Twitter, Hashtag WhoAmI, wer den Antoine kennenlernen will. Unsere Damen sind bärtige Männer gewohnt. Sie können ihn ja vielleicht auf der Premiere ansprechen. Ich möchte hiermit aufs Gewinnspiel hinweisen. Genau. Na, du super. Cleverer Lux, du. Du cleverer Lux. Ja, Premiere ist, lass mich nicht lügen, am 23. Ne? Premiere haben wir am 23. in Berlin, 23. September, ja, im Zoopalast. Und dafür könnt ihr Karten gewinnen. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, waren es 10x2 Karten für das normale Kino und 2 Karten für die Premiere. Ja, und was ihr dafür tun müsst, ist ein Hackerwitz auf unserer Facebook-Seite platzieren. Irgendeinen lustigen Hackerwitz. Vielleicht kennt ihr welche, die oder vielleicht erfindet ihr welche. Der Gronkh ist da ja ganz schlecht drin. Aber ich auch. Kommt ein schwuler Hacker durch die Backdoor. Oh so. Gott. Ja, Entschuldigung. Oh, jetzt ist wieder am Tagesspiegel. Weil du wieder diskriminierst. Aber da hätte ich auch, kommt ein Programmierer beim Arzt. Auch schön, ja, genau. Auch schön. Ja, ja. Also ich sag jetzt keinen, weil sonst ist wieder unter der Gürtellinie, wird da wieder rumgehackt. Da gibt's Hackepeter. Ich hab was ausgehackt. Aus Hackepeter wird Kacke später. Naja, liebe Freunde, auf jeden Fall könnt ihr da mitmachen. Also wie gesagt, 2x2 Karten für die Premiere des Films am 23. September in Berlin. Der Gronkh und ich, wenn wir schaffen, sind wir wahrscheinlich auch am Start. Und der Antoine sowieso, der ist auf jeden Fall am Stissel. Und obendrauf noch Am Stissel. Wiggle, wiggle, Stissel. Diese coole Hip-Hop. Ja, ja. Entschuldigung, da bin ich noch. Ich bin aber auch schon 39, Freunde. Ja, das zählt nicht. Wir sind ja alle auch 30 plus, also das Wir sind alle mental zurückgeblieben. Ja, dann komm, weil ich bin dann auch am Stissel. Ja, bist du auch. Geil, gut. Sehr nice. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Und 10x2 Karten fürs normale Kino, wo ihr dann mit einem Freund oder eurer Freundin hingehen könnt. Bitte einfach auf unserer Facebook-Seite, facebook.com, vielleicht kann man es gerade nochmal einbinden, facebook.com/APTLive, da einfach mitmachen, in die Kommentare schreiben, schreibt uns eure besten Hacker-Witze. Ja, und einfach die Auflösung. Einfach in die Kommentare oder gibt es einen Gewinnspielkommentar? Ich weiß nicht, gibt es einen Gewinnspielkommentar? Es gibt einen Gewinnspielkommentar. Ah, es gibt einen Gewinnspielkommentar. Sehr gut, da sollt ihr reinschreiben. Der ist wahrscheinlich jetzt in Kürze erschienen. Und zwar ganz kurze Information auch. Wir werden das Gewinnspiel natürlich aufgrund der Zeitspanne wahrscheinlich nicht in der nächsten Sendung auflösen, ne, wenn ich mich nicht irre, oder? Oder wenn wir es. Korrekt, wir lösen es auf Facebook auf. Wir lösen es auf Facebook auf, weil sonst passt das ja gar nicht so richtig. So. Und deswegen werdet ihr da Informationen kriegen. Sagen, ne? Da werden die ganzen Leute dann informiert via Facebook privat. Warte Nachricht, ob ihr einzelne Tickets gewonnen habt. Ja, und mit diesen 10x2 Tickets könnt ihr, glaube ich, in jedes Kino gehen, wenn ich mich nicht irre. Ne? Müsst ihr nicht irgendwie nur in Berlin, sondern ich glaube, das gilt für jedes Kino, oder? Ist Tico, ist das auch so die Sprache? Tico ist auch. Kommt in jedes Tico. Geil. Also.
Yo, yo, yo. Wiggle, wiggle. So, feier ich. Ja, wie ist denn das, Daniel? Bist du nicht informiert natürlich, ne? Natürlich nicht. Ja, super. Also dann weiß ich nicht. Wahrscheinlich müsst ihr alle nach Berlin ziehen, um diesen Film zu gehen. Ja. Aber in jedes Kino kann das ja gar nicht sein, oder? Ja, es kann doch fast jedes Kino. Das muss doch von irgendeinem Kino gesponsert sein? Oder ist das dann wieder ich von weiß ja nicht. Ich glaube, das ist ja von Sony gesponsert. Deswegen steht der Produktplatz hier drunter hier. Also, wir dürfen es jetzt nicht nochmal einblenden. Naja, man darf es nur einmal zeigen, sonst ist es gesetzeswidrig. Ja, genau, weil wir müssen uns ja daran halten. Weil unsere Sendung, dieser Livestream, gilt ja als TV-Sendung im gewissen Maßstab, weil es ja von ProSieben produziert wird. Auch wenn hier zwei Hampelmänner plus ein seriöser Mensch sitzen. Aber mit dem möchte ich an dieser Stelle ganz klar widersprechen. Wer ist denn der Seriöse eigentlich? Also ich meine natürlich den Creeper da hinten. Hier sitzen drei Seriöse. Ja, die drei Seriösen, genau. Die kommen auch noch gleich an den Start. Aber das wird das Gewinnspiel. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt ganz kurz mal in die Werbung gehen. Werbung kommt auch noch. Genau, wir müssen ist ja, die Werbung seriös? Sie unterstützt die Produktplatzierer. Ja, komm, wir dürfen einmal. Ja, ja. Wow. Der letzte. Aber jetzt sind wir gesetzeswidrig. Jetzt sind wir gesetzeswidrig. Wir haben es zweimal gezeigt. Ach, jetzt ist alles wieder. Ich will nicht schöne Haare. Ich will nichts damit zu tun haben. Ja, du spielst danach eh noch mit. Impressum Antoine Mono. Ne? Was? Ne? Und who am I? Ne? Bis gleich. Bis gleich. Werbung. Was kommt denn jetzt? Nivea? Ah, warte mal. Tolle Produkte. Ja, das wird ja.